Beim Pfadfinder in Ghost Recon Breakpoint dreht sich alles um Survival, Aufklärung, verdecktes Vorgehen und den Kampf auf mittlere bis weite Distanz. Die Fokuswaffen des Pfadfinders sind Präzisionsschützengewehre und Scharfschützengewehre, wobei über die Klassenprogression nur die beiden Präzisionsschützengewehre M4A1 Scout auf Rang 10 und Tavor Scout auf Rang 20 freigeschaltet werden können. Seine Klassenfähigkeiten sind Wilder Metabolismus, taktische Depots und Späherblick. Wilder Metabolismus verleiht dem Pfadfinder initial einen 50% Bonus auf den Rationseffekt und eine 50% längere Rationsdauer. Auf Rang 2 erhöht sich dieser Bonus auf 100% stärkeren Rationseffekt und 100% längere Rationsdauer. Taktische Depots verleiht ihm initial die Fähigkeit, mit der Aufklärungsdrohne und dem Späherblick taktische Depots zu finden. Auf Rang 6 kann er in taktischen Depots bessere Vorräte finden. Die taktischen Depots können außerdem anhand eines Pieptons gefunden werden, den nur der Pfadfinder hören kann. Beim Späherblick handelt es sich um einen zusätzlichen Sichtmodus mit White-Hot-Wärmebild, in dem dann auch die taktischen Depots hervorgehoben werden. Das Klassenobjekt des Pfadfinders ist das Uplink-Protokoll. Dieses lädt die Klassentechnik komplett auf. Der Pfadfinder kann allerdings auch nur damit die Klassentechnik aufladen. Im PvP wird die Klassentechnik durch Benutzung des Uplink-Protokolls allerdings nur zu einem Viertel aufgeladen. Die Klassentechnik des Pfadfinders ist das Armaros-Interface. Mit diesem kann er eine gehackte Azrael-Drohne übernehmen, die scannen und Gegner markieren kann, ähnlich einer Sensorgranate, allerdings mit größerem Radius. Sie kann auch Gegner mit einem Köder anlocken, mit einer Blendgranate blenden und mit Raketenbeschuss angreifen. Aber Achtung, beim Angriff auf Behemoth-Drohnen wissen diese sofort, wo sich der Spieler, der die Azrael-Drohne steuert, befindet. Die gehackte Azrael-Drohne kommt außerdem immer aus der Richtung hinter dem Spieler angeflogen, was vor allem im PvP die Position des Pfadfinders preisgeben kann. Wie kannst du die Pfadfinderklasse nun richtig spielen? Bleib außerhalb der Sicht der Gegner und kläre das Gebiet auf. Setze das Armaros-Interface zur Unterstützung deines Teams ein und schalte Gegner auf mittlere bis weite Distanz mit einem Präzisionsschützengewehr oder einem Scharfschützengewehr aus. Gib dem Video einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Ich freue mich auf dich. Wir sehen uns.